Hallo liebe Kampfsportfreunde, mein Name ist Philipp Flath und ich stehe hier mit Ömer Çankar Desler hier bei We Love MMA 49 aus der Karl-Benz Arena in Stuttgart. Ömer, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das war bei We Love MMA 48 in Saarbrücken. Im Interview nach deinem Submission-Sieg gegen Emanuel Ukuwait hast du den Titelkampf im Federgewicht gefordert und die Matchmaker scheinen dich erhört zu haben. Du kämpfst am 14. Dezember in der Mercedes-Benz Arena in Berlin bei Wheel of MMA 51 um den ersten Federgewichtstitel in der Geschichte von Wheel of MMA. Wie hast du reagiert, als du die gute Nachricht bekommen hast? Das hat mich auf jeden Fall gefreut, weil ich finde, das Federgewicht ist eine der stärksten Klassen bei Wheel of MMA. Und jetzt drei Kämpfe habe ich hier in Folge gekämpft und alle gewonnen in der ersten Runde. Da wollte ich ein bisschen aufmüpfig sein. Ist zwar nicht meine Art, aber ja, jetzt haben die mich erhört und jetzt bekomme ich den Titelkampf. Du hast ihn dir auch reglich verdient. Seit 6 Jahren kämpfst du bereits. Dein Debüt, dein Profidebüt hast du auch bei Wheel of MMA gegeben. Damals noch in der etwas kleineren Universal Hall. Jetzt, 6 Jahre später, kämpfst du in deinem 20. Profikampf in der großen Mercedes-Benz Arena um den Titel. Hätte mir der Ömer von damals geglaubt, wenn ich ihm das gesagt hätte? Auf keinen Fall. Ich kann mich noch genau wie an den Kampf damals erinnern, wie als wäre er gestern. Ich bin in den Käfig und habe vergessen, mich auszuziehen. Ich war so nervös, ich habe meinen Pulli angelassen, meine Klamotten, meine Trainer haben mich gerufen, hey, was machst du, komm zurück. Damals hätte ich das nie gedacht, das war für mich einfach nur Spaß. Einfach mal gucken, mal kämpfen, wie ist es kämpfen. Ja, und dass es jetzt nach 6 Jahren so wird, hätte ich niemals gedacht. Ist das denn auch gleichzeitig der wichtigste Kampf deiner Karriere? Einer der wichtigsten auf jeden Fall, mit der wichtigste jetzt, weil es ist der 20. Es sind 6 Jahre rum. Damals noch in der kleinen Halle, die unglaublich war. Da war eine Stimmung, das war nicht normal. Ich habe da 3-mal gekämpft und es war einfach herrlich, jedes Mal dahin zu kommen, weil die Stimmung ist explodiert. Jetzt natürlich in der großen Halle ist hier eine Ehre auch, wieder nach Berlin zu kommen. Ich freue mich einfach nur riesig. Spürst du denn durch die größere Halle, durch den Titelkampf noch mehr Druck? Und wenn ja, ist das positiv oder eher negativ für dich? Druck eher weniger. Es ist einfach nur Freude. Und seitdem ich das verstanden habe, dass ich da mehr Freude reingehen muss, funktioniert es auch. Ich denke, das ist die richtige Einstellung. Lass uns mal kurz über den Verlauf von deiner Karriere sprechen. Zwischen 2015 und 2017, da waren die Ergebnisse nicht so konstant bei dir. Da gab es mal einen Draw, mal eine Niederlage. Seit 2 Jahren hast du dich deutlich verbessert, bist konstanter geworden. 5 Siege in Folge jetzt. Was hast du verändert, damit diese Konstanz kommt? Ja, ich habe viel probiert. Ich bin da in Gewichtsklassen hin und her gesprungen. Ich habe in 4 verschiedenen Gewichtsklassen gekämpft, vom Fliegengewicht bis zum Leichtgewicht. Ich habe gesagt, komm, probierst du einfach, kämpfst du einfach. Hab Kämpfe einen Tag vorher angenommen, was halt so gesagt sinnlos ist, weil ohne richtige Vorbereitung einen Kampf zu machen, das Ergebnis war dann eine Niederlage und so. Aber egal, dadurch habe ich erfahren, okay, kämpfst im Federgewicht, da bist du wohl und da bleibst du auch. Also im Federgewicht fühlst du dich am wohlsten. Wie viel Gewicht musst du machen, um in die Gewichtsklasse reinzurutschen? Wie läufst du so normal rum? Mit wie viel Kilos? Mit 68 Kilo laufst du normal rum und die 2 Kilo, da lässt du mal eine Woche das Essen ein bisschen lockerer und dann hast du es. Dann ist das ja eigentlich ein Spaziergang. Wann beginnst du denn mit der Vorbereitung für den Titelkampf? Also ich bin generell durchgehend immer im Training. So in den letzten 4 Wochen wird halt ein bisschen mehr angezogen, aber sonst habe ich so spezielle Vorbereitungen. Ich bin einfach nicht wirklich, aber ich bin einfach immer durchgehend im Training. Und ich komme von meiner Fitness und wenn die dann unterbrochen wird, dann läuft es halt nicht so gut. Deswegen bleibe ich einfach drin. Du hast dir ja heute schon den Kampf live vor Ort hier anschauen können in Stuttgart zwischen Idris Rafik und Tobias Thiago Hubert. Gegen den Gewinner aus dem Kampf wirst du um den Titel kämpfen. Idris Rafik hat es gemacht. Hast du irgendwas mitnehmen können über seine Stärken, Schwächen? Wie schätzt du ihn ein? Also er kommt ja vom Ringer-Fan, ist ein Ringer. Er hat es heute schlau gemacht, er ist im Stand-Up geblieben, weil Thiago ist ein brandgefährlicher Grappler. Und ich denke mal, im Rückkampf wird es sich umgekehrt sein. Ich will im Stand bleiben, er will auf dem Boden. Aber ich werde vorbereitet sein. Ich habe ja mit Sabah Bolagi einen starken Ringer-Trainer, da brauche ich mich nicht zu scheuen. Okay, aber deine Präferenz ist im Stand? Auf jeden Fall. Und ich gehe auch immer in die Kämpfe rein und will so schnell wie möglich wieder raus. Also es soll nicht über die Runden gehen. Knockout, Submission, ist mir egal. Hauptsache als Sieger da rauskommen. Du bist ja heute dann auch in den Cage gegangen, hast ihn herausgefordert. Was genau hast du ihm da gesagt? Ich bin kein Mann großer Worte. Ich starte mich nur, also habe ihn erstmal gratuliert zum Kampf, zur Musik und habe ihm gesagt, ich freue mich auf unseren Kampf. Wunderbar. Letzte Frage von mir.
Warum gewinnst du den Wheel of MMA Federgewichtstitel? Weil er mir gehört. Das war Ömer Çankar Desler, der am 14. Dezember in der Mercedes-Benz Arena bei Wheel of MMA 51 in Berlin um den ersten Wheel of MMA Federgewichtstitel kämpfen wird. Tickets gibt's wie immer auf wheelofmma.de und an allen gängigen Vorverkaufsstellen. Danke, Ömer.